Ja, liebe Zuschauer, Mahlzeit in die Runde. Wir sind hier nochmal zur Mittagszeit mit dem JFD Live Trading am Start. Wir wollen uns mal den Euro anschauen, der hier just so ein Stück weit um das heutige Tagestief herum pendelt. Und gerade mit Bezug auf den Tagesschart, den wir uns jetzt hier erstmal zunächst anschauen, ist die Situation sehr, sehr spannend, denn wir sehen hier diesen Horizontalsupport um 0,83 rund. Ja, 0,81, 0,83 hier in dieser Spanne haben wir auf jeden Fall eine Unterstützungszone, die wir auch bei der letzten Analyse, das war dann, glaube ich, das JFD-Devisenradar, besprochen hatten, dass wir hier inmitten einer großen Range sind, wo der Euro-US-Dollar sich hier mehr oder weniger auspendeln kann. Dann hatten wir hier noch eine kleinere Range jetzt sozusagen. Da ging es jetzt hier nicht mehr deutlich drüber. Wir hatten auch hier so eine bullische Formation mit Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Das reichte aber nicht für weiter steigende Preise. Also hier jetzt bei 1,1155 rund der Deckel drauf. Notieren wir gleich mal im Chart. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Level. Da bleibt es eher kritisch, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar hier nicht drüber rauszieht. Wir haben natürlich am Freitag die Non-Farm Payrolls. Das wird sehr spannend. Da könnte es einen Richtungsentscheid geben, der dann hier weitere Bewegungen stärkerer Natur auslösen könnte. Rein technisch wäre hier natürlich der Abprall von 0,81, 0,82 möglich. Wenn es natürlich vorher hier drunter geht, könnte sich zum Beispiel am Freitag eine beschleunigte Abwärtsbewegung dann doch noch ereignen. Das wird spannend sein zu beobachten. Letztlich Euro-US-Dollar hier jetzt aktuell auf Tagesbasis von einem sehr, sehr wichtigen Level. Warum es böse ausschaut, gemäß der Headline, schauen wir mal hier uns jetzt im Rainbow-Intervall an. Wir haben hier im Stundenchart mittlerweile mit der gestrigen Handelssession hier eine klar aufgefächerte negative Rainbow-Struktur. Das positive Momentum ist in Anführungszeichen verflogen. Wir sehen das hier durchgehend. Sicherlich hat der Stundenchart hier auch mal das Potenzial, jetzt wieder eine Erholung einzuleiten. Tendenziell hier eben im Bereich 0,81, 0,83 möglich. Aber bis dorthin könnte er jetzt erstmal kurzfristig fallen. Denn schauen wir uns hier mal den 15-Minuten-Chart an. 15 Minuten Euro US-Dollar. Dann sehen wir hier eben auch den negativen Rainbow Spin, der sehr, sehr deutlich mittlerweile daherkommt. Und hier das Verhalten innerhalb der Asia Range, 45 Pips. Wir haben gerade vorhin, also in der letzten Viertelstunde, in der letzten Handelskerze, just neues Tagestief gemacht. Das ist das Tief aus der Asia Session. Da wurde Euro US-Dollar kurzfristig hochgekauft. Faktisch aber, wenn wir hier drunter gehen sollten, dann spricht viel für eine weitere Korrektur Richtung Vormonatstief. Das wäre dann eben 1,081. Dann hätten wir auch dort die Unterstützung auf Tagesbasis erreicht, die dann letztlich hier temporären Erholungsimpuls auslösen könnte oder aber bei Durchbruch unter die Marke von 1,080 sogar dann hier eine deutliche Abwärtsbewegung bescheren dürfte. Also im Prinzip Korrekturfortsetzung. Also Euro-Österreich ist sehr, sehr interessant. Wir sind aktuell 46 Pips gelaufen. Der Schnitt bewegt sich so zwischen 95 und 100 rund, kann man sagen. Also hier ist noch das Doppelte an Potenzial vorhanden, was eben auch hier Bewegungsimpulse Richtung 1,080 erlauben kann. Fuzzy-Vektorlogik hatten wir auch heute im JFD-Stream in der Früh schon mal dargestellt. Sieht hier auch sehr bärisch aus beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Ja, also im Prinzip jetzt hier direkt bis zum Nachmittag hin weitere fallende Preise. Das ist hier wie gesagt nur eine Tendenz. Bis wohin genau es laufen kann, das muss ich erst noch zeigen. Aber rein technisch gesehen hier im Prinzip weitere Verluste zu präferieren. Also Euro-US-Dollar sieht unter dieser Warte aus betrachtet nicht gut aus und eben insbesondere auch keine Überraschung, wenn wir uns jetzt mal hier den Mittwoch anschauen, natürlich der Wochentag auch negativ für das Währungspaar 45% und das nimmt jetzt mit den nächsten Tagen ab. Also hier praktisch die Tendenz der schwachen Wochentage. Jetzt kommen wir praktisch in die Phase, wo wir hier eine fallende Tendenz aufweisen, wenngleich zuletzt die Freitage ein Stück weit positiver waren. Das generelle Bild ist aber hier immer noch sehr, sehr ernüchternd und dürfte eben hier weitere Verluste provozieren, insbesondere wenn wir hier die Marke von 1,080, 1,082, 83 speziell aufgeben. Heute, wie gesagt, Intraday-Chance technisch. Wenn es ein neues Tagestief gibt, dann verspricht sich Potenzial. Hier aufpassen auf das Vortagestief, was wir hier sehen, bei 1,08791. Da ist Euro-US-Dollar im Prinzip gedeckelt nach oben. Pivotpunkt ist deutlich weiter höher. Also wenn wir hier nach oben rausgehen sollten, die Hürden vor Wochentief, vor Tagestief, hier Pivotpunkt sind auf der Oberseite ganz, ganz signifikant. Ob es darüber hinausgeht, das wage ich mal aktuell zu bezweifeln, aber der Markt kann einen natürlich immer überraschen. Warten wir mal ab, was noch kommt. Ich halte jedenfalls hier die Augen offen. Euro-US-Dollar in jedem Fall ein Blick wert. Deswegen auch jetzt just in der Sendung.
Der Rest ergibt sich im Laufe des Tages. Lassen Sie sich überraschen, was wir dann in den Stream noch einfließen lassen. Bei Fragen, Anregungen natürlich hier den Kundenservice-Chat nutzen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal eine angenehme Mahlzeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.